Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du wahrscheinlich schon das Video gesehen, das im gleichen Style gedreht wurde und von mir gepostet wurde, wie das Video, was ich mir gerade von Daniel Schiffer angeguckt habe. Denn ich gucke Daniel Schiffer sehr, sehr gerne und bin eigentlich schon immer motiviert, wenn ich den gucke. Aber bei dem Video dachte ich mir doppelt und dreifach, nee, das machst du genauso, du musst es jetzt nachmachen. Und das passte perfekt zu der Biermarke, die ich sehr, sehr gerne trinke hier in der Umgebung, die sich übrigens auch bei mir gemeldet hat. Hat mich sehr gefreut. Und ich habe ganz, ganz, wirklich, also das sagt man so oft, ne? Aber jetzt in dem Fall wirklich, wirklich viele Reaktionen von euch bekommen, wie ich das gemacht habe, ob die Werbung echt war, warum ich das gemacht habe, weil ich kriege ja kein Geld dafür, weil es eine Fake-Commercial war. Und heute wollte ich einfach mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, denn da sind einige Sachen, die ein bisschen tricky wirken, aber gar nicht so tricky sind, wie sie eigentlich sind. Denn so ein Slider, so ein Drehteller, was zum Beispiel Daniel Schiffer hat, das habe ich auch nicht. Deswegen muss ich mir überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe es ja auch ein bisschen anders gemacht als er. Aber heute nehme ich euch mal mit, denn ich habe keine Behind-the-Scenes gedreht, als ich es gemacht habe. Da hatte ich genug andere Sorgen. Und deshalb, lasst uns mal das Studio umbauen und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. So, hab noch die letzten Sachen geholt, aber ihr seht, ist nicht ganz so leicht, kann auch mal was runterfallen. Er ist recht in so einem engen Raum, also lasst euch Zeit dabei beim Umbau, macht's vernünftig. Jetzt zum Beispiel mein Backdrop, mein Hintergrund hier ist nicht ganz so ordentlich. Wenn ihr mit einer hohen Blende arbeitet, also mit einer offenen Blende arbeitet, dann wird das auch ein bisschen aufgesaugt. Er ist recht schwarz, aber versucht es relativ glatt zu machen. Jetzt für den Fall ist es ja relativ egal, weil ich ja jetzt keine richtige Commercial drehe. Ne? Dann haben wir hier ein extra Licht, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, neben dem Keylight, was ihr dann gleich benutzen müsst. Und ganz, ganz wichtig, ein Fishing Line in dem Fall, also einfach ja, ein durchsichtiger Faden, ne, findet ihr in Krimskramsläden ohne Ende. Aber jetzt gehen wir mal durch, was ich denn alles gebraucht und gemacht habe. Und zwar hatten wir als erstes den Akkubohrer. Und zwar Daniel Schiffer hatte das Glück, einen Edelcrone Slider zu haben, der sich auch, also einen Drehteller zu haben von Edelcrone. Habe ich leider nicht, deswegen musste ich überlegen, wie mache ich das mit dem Kronkorken, der sich dreht. Denn da gibt es viele verschiedene Varianten. Daniel Schiffer hat das auch erst mit so einer Fishingline versucht und das einfach rückwärts laufen zu lassen und so weiter und so fort. Hat nicht so gut funktioniert, dachte ich mir auch, mache ich auch nicht. Ich wollte irgendwas Vernünftiges haben und das einfach auskeyen später im Video und oder im Video-Editing. Und dann dachte ich mir, nehme ich mir einen Akkubohrer. Jetzt nicht den, das war ein anderer, aber der gehörte meinem Vater, der stand ein bisschen besser. Wir können eigentlich jeden nehmen. Wenn ihr eine zweite Hand zu Hilfe habt, ist es immer besser. Und zwar nehmt ihr dann einfach noch Zahnstocher dazu, macht den Kronkorken ab, nehmt euch Tesafilm und macht einfach den Zahnstocher so, dann ein Stück Klebeband und den Zahnstocher an dem Klebeband festmachen, dann steckt ihr das hier oben rein, könnt ihr festklemmen, in dem Fall klappt das mit dem leider auch nicht, aber bei normalen Akkubohrern geht das eigentlich meistens, dass ihr dann vorne die Sache, also den Bit könnt ihr ja festklemmen, könnt ihr dann auch hier mitmachen. Stellt ihr das auf, dass es gerade ist, wenn ihr alleine seid. Und dann versucht einfach so langsam wie möglich, in der niedrigsten Stufe wie möglich, das Ding ganz langsam, ja, seht ihr? So, ganz langsam zu drehen. Und das ist eigentlich schon der größte Teil vom Shot. Macht es in 24 FPS, auch einen höheren Shutter, damit das Ding wirklich knackenscharf ist. Da braucht ihr keine Bewegungsunschärfe, sondern ihr wollt ja wirklich, dass das Ding beim Drehen knackscharf ist. Was ihr auch noch machen könnt, jetzt als das hier, wenn man das sieht oder so, müsst ihr darauf achten, ob man das sieht oder nicht, könnt ihr das Ding hier auch einfach nicht durchbrechen, sondern durchschneiden, den Zahnstocher. Und dann nehmt ihr den Kronkorken und sucht euch hier eine Stelle raus von den Einwölbungen, die relativ glatt sind. Dann packt ihr Sekundenkleber da rein, genau damit habe ich es gemacht, durchschneiden und dran kleben. Ein paar Sekunden warten, Sekundenkleber klebt eigentlich direkt. Genau, das ist schon der wichtigste Shot. Der zweitwichtigste Shot war mit dieser Fishing Line hier vorne. Und habe dann einfach die Flasche genommen. Und zwar gibt es ja einen Shot von in der Commercial. Da dreht sich die Flasche weg. Ist natürlich nicht so gemacht, sondern die Flasche habe ich rangezogen. Ne? Aber ihr müsst einfach ganz, also einfacher geht es eigentlich gar nicht, das Ding hier nehmen und euch einfach hier hinhocken
und versuchen, wenn ihr das jetzt hier dreht, ist es klar, dass es sich so rumdreht. Wenn ihr das jetzt hier dreht, dreht es sich leicht so rum. Also müsst ihr einfach nur 10, 20, 30 Mal probieren, bis es dann irgendwann einfach passt. Im Editing sieht man davon gar nichts mehr. Erst recht, wenn es nur eine halbe Sekunde, eine Sekunde eingeblendet ist, achtet keine Sau drauf. Sprayt es noch vorher mit Wasser ein, damit es schön fresh aussieht. Und dann könnt ihr das Ding einfach drehen. So einfach ist das. Also wie ich gesagt habe, kein Hexenwerk. Ihr müsst darauf achten, dass das Keylight immer vernünftig ist, also das, was mich gerade hier aufnimmt, dass ihr versucht, von oben zu kommen und auf Reflexionen zu achten. Erst recht, wenn ihr die Flasche feucht macht, hat sie relativ viele Reflexionen. Erst recht, wenn es dunkel ist, helles Licht, ist jetzt nur in meinem Fall bei Bier so, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Red Bull-Werbung oder sowas macht, ist das Ganze schon ein bisschen anders, da ist alles viel heller, viel bunter, gibt es nicht so viele krasse Reflexionen. Ich glaube, das hat fast die meiste Zeit geschluckt, die Reflexion rauszubekommen. So, und als zweites Licht, als Akzentlicht könnt ihr einfach so ein kleines Licht benutzen, muss jetzt nicht das sein, kann auch irgendein anderes sein. Das steht noch relativ gut, deswegen habe ich das gerne benutzt. Und das ist auch schon das ganze Hexenwerk. Der Vorteil von solchen Fake-Commercials für uns Filmmakern ist einfach, dass wir besonders in diesem Jahr perfekt auf uns aufmerksam machen können als Videoproduzenten. Denn wir können von zu Hause aus perfekt Commercials, nicht Fake-Commercials, sondern Commercials drehen für die Social-Media-Kanäle von jeder Firma. Das muss keine Getränkefirma sein, das muss nicht technisch sein. Das kann alles sein, alle, die Social Media wirklich befeuern wollen, erst recht in diesem Jahr, sind wir quasi perfekt, weil wir das auch von zu Hause machen können. Also macht auf euch aufmerksam. Ich habe das auch erst jetzt gemerkt und ich merke erstmal gerade, wie wichtig das ist und wie viel Bock diese verdammte Scheiße eigentlich macht. Macht es einfach so gut, wie es geht, so einfach, wie es geht. Macht es nicht zu kompliziert mit so einem, ihr kennt diese ganzen Videos von den anderen Fake-Commercials mit so einem riesigen Fischtank und so. Das sieht alles richtig geil aus, aber versucht erstmal, so wie ich es, ganz einfach zu halten, weil da war wirklich nichts Schwieriges dran. Ihr müsst kreativ ein bisschen den Kopf anstrengen. Ihr müsst in der Post-Production vielleicht 5, 10, 15 Minuten mehr investieren und dann habt ihr das Ganze auch. Aber ansonsten, was ist jetzt eigentlich mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich habe da schon was im Petto. Würde die Post noch schneller kommen? Lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne Feedback da, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Follow und ein Abonnent da. Macht's gut, ciao.